Ja, mein Name ist Evelina Dungl. Ich bin Zoologin, ich habe Zoologie studiert und bin jetzt schon seit vielen Jahren hier im Tiergarten beschäftigt. Mittlerweile bin ich für den Tierbestand zuständig in einem kleinen Bereich, also im Bereich Panda, Koala, Giraffe, Rattenhaus. Was sind so meine täglichen Aufgaben? Wir müssen schauen, wo wollen wir Nachwuchs haben, wo können wir den Nachwuchs dann platzieren, kann man da mit einem anderen Zoo tauschen, findet man da einen guten Platz, braucht man vielleicht selbst auch wieder Tiere. Also diese Kommunikation zwischen den Zoos und um eine gesunde Population aufrechtzuerhalten. Auf den Panda bin ich schon während meines Studiums gekommen. Ich habe in der Zeit schon Teilzeit im Tiergarten gearbeitet und habe dann gehört, dass Bestrebungen da sind, hier Pandas nach Wien zu bekommen, und habe dann gleich mal mein Interesse auch bekannt gegeben, sowohl wissenschaftlich mit ihnen auch zu arbeiten, aber auch in der Haltung und mich da näher mit ihnen zu befassen. Pandas gibt es ja nur in ganz wenigen Zoos in Europa, von dem her waren sie schon aus dem Grund interessant. Sie sind auch von der Biologie her sehr interessante Tiere, viele Fragen sind da noch offen. Wenn man sie dann einmal näher kennenlernt, was bei mir vor 10 Jahren der Fall war, dann lernt man sie aber einfach auch so als Individuen sehr schätzen, ihren Charakter schätzen. Sie sind einfach sehr angenehme, sehr ruhige, sehr, sehr nette Tiere, so im täglichen Umgang, im täglichen Arbeiten. Was ist nun wichtig, wenn man Pandas hält, wenn man sich gut um sie kümmern möchte? Pandas sind Nahrungsspezialisten, das heißt, sie fressen nicht viele verschiedene Dinge, sondern möchten ausschließlich nur Bambus. Bambus ist ein Gras, das aber sehr groß wird, sehr hoch wird und auch verholzt. Und die Pandas mögen da verschiedene Arten von dem Bambus, wollen, was das angeht, schon da auch ein bisschen eine Vielfalt, nicht immer nur die gleiche Bambusart fressen. Aber ansonsten kann man ihnen höchstens mal ein Leckerli anbieten, das wäre Gemüse, eine Karotte oder eine rote Rübe oder eine Süßkartoffel. Im Sommer kann man ihnen auch mal eine Stange Mais geben. Der Großteil sollte aber wirklich aus Bambus bestehen. Was ist sonst noch so wichtig für einen Panda? Was sie gar nicht so gern mögen, ist im Sommer, wenn es heiß ist und trocken, dann ziehen sie sich ganz gern zurück. Das heißt, so eine Panda-Anlage sollte Schattenplätze bieten, kühle Plätze. Wir haben auch eine Benebelungsanlage, eine Berieselungsanlage außen. Wir haben Teiche, wo die Pandas dann reingehen können, sich die Füße ein bisschen abkühlen und so eben auch an heißen Tagen ganz gut über die Runden kommen. Im Haus drinnen haben wir auch die Möglichkeit, runterzukühlen. Da gibt es Airconditioner, da können wir die Temperatur, wenn es wirklich arg heiß wird, dann auch ein bisschen reduzieren. Pandas sind zwar hauptsächlich am Boden unterwegs, können aber auch sehr gut klettern und verbringen ihre Mittagsschläfchen ganz gern auch mal weiter oben in den Bäumen. Wir haben da so Plattformen beim Klettergerüst in der Außenanlage. Das heißt, da legen sie sich ganz gern drauf, da haben sie einen guten Überblick. Das ist ein sicherer Platz für einen Panda und da lässt sich dann gut schlafen. Wo sie auch ganz gern hingehen, um zu schlafen, sind Höhlen. Auch da versuchen wir ihnen eine Auswahl anzubieten. Es gibt Erdhöhlen, Baumhöhlen, Felsstrukturen, wo sie sich dazwischen verstecken können. Zum einen ist es auch ein Rückzugsgebiet, falls mal ganz viele Besucher hier sind und es ein bisschen lauter wird. Aber zum Schlafen dient das eben auch ganz gut.